Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wachtelfarm.com. Heute mit einer kleinen Tierrundschau. Es ist der 2. Januar. Das Jahr rennt. Und ja, heute ist Familientag. Das Video hier wird am 9. Januar erscheinen. Und ich möchte euch hier ein bisschen was über meine Pläne für dieses Jahr erzählen. Wir haben im Hintergrund irgendwo ein paar Nandos, natürlich so das Gegenteil zur Wachtel. Etwas größer, unwesentlich, aber bestimmt nicht ganz so einfach in der Handhabung. Ja, mein Jahr 2022, wie soll es werden? Was habe ich vor? Was habe ich hier bei YouTube vor? Ich möchte einige Themen der Vergangenheit vertiefen. Einige Serien, Videoserien entsprechend neu beginnen, neu aufbauen oder Themen als Serie aufbauen. Und wir gucken mal hier lang. Was haben wir hier? Erdmännchen. Einige Videos inhaltlich vertiefen heißt, ich habe ja in den letzten 6,5 Jahren immer wieder dazugelernt und es gibt dann halt Themen, die aufkamen auch in den Livestreams, bei denen ich sagen muss, gut, hast du in den Originalvideos nicht mit drin oder es macht Sinn, die mit reinzunehmen. Deswegen wird es einige Neuauflagen von ein paar Videos geben. Du könntest das ja noch mal streicheln, Lea. Okay. Eine Serie, ein Thema ist mir besonders wichtig, weil ihr wisst ja alle, fast alle, dass dieser Kanal sich zwar mit der Wachtelhaltung befasst, aber ich gewerblicher Wachtelhalter bin. Und ja, demzufolge möchte ich da natürlich auch eine Reihe zu machen. Da bin ich gespannt, da freue ich mich drauf, weil ich den Plan dazu bestimmt schon seit 1,5 Jahren im Kopf verfolge. Nicht den Plan zu der Videoserie, sondern den Plan, ein gewisses Thema umzusetzen. Und ich denke, es ist gar nicht so verkehrt, das im Rahmen einer Videoserie zu machen, um für mich selber den Ansporn zu haben, das endlich umzusetzen. Und zwar geht es ja darum, oder die Serie wird den Namen so sinngemäß tragen, wir bauen uns ein Geschäft, Geld verdienen mit Wachteleiern. Ich habe da schon ganz konkrete Pläne und Ideen, wie ich den Vertrieb, das Marketing für die Wachteleier hier bei uns in der Region vorantreiben möchte. Das Ganze möchte ich euch zeigen, da möchte ich euch mitnehmen mit Videos, die, tja, werden sie regelmäßig oder unregelmäßig erscheinen. Ich weiß es noch nicht, wie sich das Ganze umsetzen lässt, aber es wird definitiv Videos dazu geben, zu einem Flyer-Marketing, zu einem, ja, zu dem Aufbau eines Vertriebes, zu Lieferungen, Wachteleier-Lieferungen. Also das ist eine Geschichte, da möchte ich euch tatsächlich mitnehmen und ich glaube, dass man das wirklich auch umsetzen kann, nicht nur hier bei mir in der Region, sondern ganz sicher auch in anderen Regionen, in anderen Städten. Und dem einen oder anderen, ja, kann ich da vielleicht auch eine gewisse Hilfestellung geben. Das ist also so ein Herzensprojekt, das ich mitnehmen möchte. Ich möchte mich hier nicht auf
YouTube stützen und darauf jetzt im großen Stil ein Geschäft aufbauen. Ne? Ja, es gab in der Vergangenheit Videos, wo es dann halt darum ging, möglichst oder eventuell eine hauptberufliche Tätigkeit daraus zu machen. YouTube ist immer ein Baustein gewesen. YouTube diente immer in erster Linie dem Marketing, weil das eine schöne Möglichkeit ist, die von überall erreichbar ist, um ja den Kunden einfach zu zeigen, wie ich meine Wachtinhalte und wie meine Philosophie dazu ist. Und von daher, ja, nein, sind meine Ambitionen gar nicht in die Richtung, aus YouTube einen vollwertigen Verdienst zu machen. Und ich möchte mich da auch nicht hauptberuflich draufstürzen. Es ist ein Bestandteil. Mir ging es immer um den Vertrieb der Wachteleier. Ja, und zu guter Letzt wird es eine Internetpräsenz geben. Ich habe zwar dieses Thema oder die Domain wachtelfarm.com und ich begrüße euch ja auch in jedem Video, so auch in diesem. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarm.com. Allerdings finde ich, hat sich das bisher tatsächlich durch diese Videos, durch diese Ankündigungen und Begrüßungen etabliert, eigentlich als ja eine Domain für diesen Kanal. Demzufolge werde ich wachtelfarm.com tatsächlich auf diesen Kanal umleiten. Das heißt, wer wachtelfarm.com künftig aufruft, wird hier auf dieser Kanalseite landen. Und ich werde eine neue Webseite, in der es ausschließlich um Wachteln und Wachtelhaltung und um meine Philosophie dazu geht, erstellen. Und ich denke, da wird es auch um einiges einfacher, tatsächlich zu gewissen Themen zu recherchieren, für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis, einfach um zu schauen, was kann ich jetzt in dieser Situation machen. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt und ergänzt das Ganze im Marketingmix. Ihr seht also, ich habe einiges an Plänen für dieses Jahr. Dieses Video hier wird am kommenden Sonntag, dem 9. Januar um 9 Uhr freigeschaltet, öffentlich geschaltet. Im Stream danach können wir uns dann entsprechend über diese Pläne austauschen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr diese Ideen und Pläne gut findet und mich darin unterstützen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Immer dran denken, für die YouTube-Creator ist der Daumen nach oben der Applaus. Und gebt ein Abo, lasst euer Abo da, aktiviert die Glocke und verpasst keines der künftig neuen Videos und auch keins der Videos aus den neuen Reihen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.